Zeit ist in fast jeder Familie knapp. Wer versucht, Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen, kann professionelle Hilfe im Haushalt gut gebrauchen. Doch bisher ist das entweder aufwendig und teuer oder aber fördert ungesicherte und ausbeuterische Arbeit und illegale Beschäftigung. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sind Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen. Damit können Familien Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es gerade besonders stressig ist. Weil jemand krank ist oder Pflege braucht, ein Kind besondere Zuwendung braucht oder auch weil im Job besonders viel zu tun ist. Die Gutscheine werden bei einer staatlichen Stelle gekauft, die sie auch bezuschusst. Familien würden für einen Gutschein 10 Euro bezahlen. Ein Gutschein entspricht einer Stunde Hilfe. Die Differenz zu den Gesamtkosten trägt dann der Staat. Für bestimmte Personengruppen könnte der Staat auch noch einen größeren Teil der Kosten übernehmen. Zum Beispiel für Alleinerziehende, denn die müssen nicht nur alles alleine stemmen, häufig verdienen sie auch zu wenig, um sich Hilfe im Haushalt leisten zu können. Für alle aber gilt, einlösen lassen sich die Gutscheine nur bei Dienstleistungsagenturen, die vernünftig qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigen und anständig bezahlen. So können sich die Haushaltsprofis stabile Erwerbsbiografien aufbauen. Für die Familien bleibt es trotzdem flexibel. Sie müssen sich nicht um die Formalitäten kümmern, sondern können die Hilfe genau dann in Anspruch nehmen, wenn sie gebraucht wird. Niemand muss langfristige Verträge eingehen. Alle können so viele Gutscheine kaufen, wie sie sich leisten können. Und aus diesen vielen kleinen unterschiedlichen Nachfragen entstehen in den Dienstleistungsagenturen vollwertige Arbeitsplätze. Vor allem aber entlasten Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen wirklich alle Familien. Ob Alleinerziehende, berufstätige Paare mit kleinen Kindern oder Erwachsene, die Angehörige pflegen. Jede und jeder kann es sich leisten. Zeit ist in fast jeder Familie knapp. Wer versucht, Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen, kann professionelle Hilfe im Haushalt gut gebrauchen. Doch bisher ist das entweder aufwendig und teuer oder aber fördert ungesicherte und ausbeuterische Arbeit und illegale Beschäftigung. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sind Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen. Damit können Familien Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es gerade besonders stressig ist. Weil jemand krank ist oder Pflege braucht, ein Kind besondere Zuwendung braucht oder auch weil im Job besonders viel zu tun ist. Die Gutscheine werden bei einer staatlichen Stelle gekauft, die sie auch bezuschusst. Familien würden für einen Gutschein 10 Euro bezahlen. Ein Gutschein entspricht einer Stunde Hilfe. Die Differenz zu den Gesamtkosten trägt dann der Staat. Für bestimmte Personengruppen könnte der Staat auch noch einen größeren Teil der Kosten übernehmen. Zum Beispiel für Alleinerziehende, denn die müssen nicht nur alles alleine stemmen, häufig verdienen sie auch zu wenig, um sich Hilfe im Haushalt leisten zu können. Für alle aber gilt, einlösen lassen sich die Gutscheine nur bei Dienstleistungsagenturen, die vernünftig qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigen und anständig bezahlen. So können sich die Haushaltsprofis stabile Erwerbsbiografien aufbauen. Für die Familien bleibt es trotzdem flexibel. Sie müssen sich nicht um die Formalitäten kümmern, sondern können die Hilfe genau dann in Anspruch nehmen, wenn sie gebraucht wird. Niemand muss langfristige Verträge eingehen. Alle können so viele Gutscheine kaufen, wie sie sich leisten können. Und aus diesen vielen kleinen unterschiedlichen Nachfragen entstehen in den Dienstleistungsagenturen vollwertige Arbeitsplätze. Vor allem aber entlasten Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen wirklich alle Familien. Ob Alleinerziehende, berufstätige Paare mit kleinen Kindern oder Erwachsene, die Angehörige pflegen.
Jede und jeder kann es sich leisten. Zeit ist in fast jeder Familie knapp. Wer versucht, Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen, kann professionelle Hilfe im Haushalt gut gebrauchen. Doch bisher ist das entweder aufwendig und teuer oder aber fördert ungesicherte und ausbeuterische Arbeit und illegale Beschäftigung. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sind Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen. Damit können Familien Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es gerade besonders stressig ist. Weil jemand krank ist oder Pflege braucht, ein Kind besondere Zuwendung braucht oder auch weil im Job besonders viel zu tun ist. Die Gutscheine werden bei einer staatlichen Stelle gekauft, die sie auch bezuschusst. Familien würden für einen Gutschein 10 Euro bezahlen. Ein Gutschein entspricht einer Stunde Hilfe. Die Differenz zu den Gesamtkosten trägt dann der Staat. Für bestimmte Personengruppen könnte der Staat auch noch einen größeren Teil der Kosten übernehmen. Zum Beispiel für Alleinerziehende, denn die müssen nicht nur alles alleine stemmen, häufig verdienen sie auch zu wenig, um sich Hilfe im Haushalt leisten zu können. Für alle aber gilt, einlösen lassen sich die Gutscheine nur bei Dienstleistungsagenturen, die vernünftig qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigen und anständig bezahlen. So können sich die Haushaltsprofis stabile Erwerbsbiografien aufbauen. Für die Familien bleibt es trotzdem flexibel. Sie müssen sich nicht um die Formalitäten kümmern, sondern können die Hilfe genau dann in Anspruch nehmen, wenn sie gebraucht wird. Niemand muss langfristige Verträge eingehen. Alle können so viele Gutscheine kaufen, wie sie sich leisten können. Und aus diesen vielen kleinen unterschiedlichen Nachfragen entstehen in den Dienstleistungsagenturen vollwertige Arbeitsplätze. Vor allem aber entlasten Gutscheine für haushaltsbezogene Dienstleistungen wirklich alle Familien. Ob Alleinerziehende, berufstätige Paare mit kleinen Kindern oder Erwachsene, die Angehörige pflegen. Jede und jeder kann es sich leisten.